gewinnt und wer verliert. Es liegt in deiner Hand, wohin der Weg dich führt. Musst unterwegs sein, mit offenen Augen, mit deinem Mut bist du der Beste. Tati, Alter, was geht ab, Leute, hier mit Tati und sogar Alex. Ein Nebendarsteller heute mit dabei. Wir sind heute Arabella Park, beziehungsweise irgendwo in der Nähe. Angeblich ist Overnest. Das Ding heißt Denninger Anger. Heißt, das ist eine Art Park anscheinend. Da. Und da anscheinend soll es Overnest geben. Schauen wir mal. Hast du einen funktionierenden Scanner? Einigermaßen. Versuch mal. Wir sind kurz vor dem Park. Owei wurde gerade angezeigt, aber jetzt ist er wieder raus. Ja, da ist er wieder. Das ist der Park. Aber nicht ein Pokestop da drin. Oh mein Gott. Das ist für mich Todesurteil, Alter. Das ist keine Pokebälle mehr. Aber schau, was sind die Wappen? 51 Pokebälle, 80 Superbälle, 70 Überbälle. Tot. Ich muss heute. Unser neuer Gefährte hat zum Glück eine Map. Damit wird es hoffentlich heute reibungslos ablaufen. Hoffentlich, Mann. Hoffentlich. Hat sie übermotiviert. Ich habe gehört, Tati war gestern bis 3 Uhr unterwegs, 3 Uhr nachts. Schmunkelt war noch auf der Straße. Und heute um 8 Uhr in der Früh hat er bereits wieder geschrieben, was heute abgeht. Also sehr, sehr übermotiviert. Ist noch einer auf der Map angezeigt oder nicht? Bitte? Ich kann mal schauen. Weil ich habe jetzt ein anderes Ziel, Leute. Was ist dein Ziel? Die Arena da. Oh mein Gott, das ist abgehauen. Und wir haben es auf Video, Alter. Ja, du kannst ja mal, scan mal. Das sind nur die drei bis jetzt, oder? Schaut mal auf die Karte, ist bei euch ein Auto. Ah, da, ich hab. Wo ist das da? Das war's vom Park. Kann echt nicht viel zu dem sagen. Ich weiß nicht mal, ob man das ein Park nennen kann. Geht's rein, geht's eure Runden, holt eure weiß man nicht und dann geht's wieder raus. Deswegen wie echt deprimierend gewesen. Ja, Mann. Alle jetzt so richtig down. Verlassen, schlechtes Wetter. Der Park hat uns recht runtergezogen, Mann. Hoffe ich, heizen uns die Glumanos jetzt wieder ein. Es gab nicht mal Pokestops in dem Park. Nicht mal einen Pokestop, da gab's echt nichts zu tun. Mal oder so. Wieso, was soll in Augsburg sein? Jetzt ist gerade ein Dragonier und ein Relaxo da. Er meint, dass in Augsburg der Scanner 100% läuft. Oder? Ach so. Wieder einmal auf dem Weg zum Hofgarten. Wohin auch sonst. Auf dem Weg ein Dratini entdeckt. Jetzt mal gucken. Ja, wo ist es? Da, auf der anderen Seite. Da. Oh mein Gott, vielleicht komme ich da nicht ran. Muss noch ein bisschen weiter rein. Alles klar, los geht's. Boah, die sind gleich, schau mal, wie so Zwillinge, oder? Oh mein Gott, wieso habe ich jetzt hier... Ich will wie die Macholle-Zwillinge. Alter, ich habe keine Pokebälle mehr. Ja. Aber Hofgarten kümmert sich schon um dich, keine Angst. Ja, ich muss jetzt echt farmen. Ich habe noch zwei Pokebälle. Ich muss farmen, Alter, das geht gar nicht. Oh mein Gott, ich bin weg von dem. Alter, was ist denn? Ich habe auf dem Weg her so viel gesammelt, so einfach keine Pokebälle mehr. Als ich losgefahren bin, hatte ich 50 Stück noch. Du hast ein Ding gemacht, oder? Ja, Go, oder? Ja, Go Plus.
Direkt Finanzkarten reingekommen, drei Macholos. Auf geht's. Ja, auf geht's um. Ja. Kommst du da drauf, Mann? Hä? Kommst du da drauf? Ja, Hofgarten sind wir voll belebt, oder? Wir haben echt Hofgarten belebt. Ja. Die haben uns im Chat gesehen und haben gesagt, hey, wir müssen Hofgarten, das ist so krass, oder? Ja, ist echt krass. Okay, das Rio Nier ist ernst heftig, das hat 900 WP, Mann. Das aber ist. Ah, oh, insgesamt ganz. Zweitbeste, jawohl. Mal gucken, was ist da hoch gerade heute zu blöd. Ich glaube, da die Ecke. Aber das Portal? Nee, genau in der Ecke. Noch ein Trattini, geht schon ab. Noch ein Trattini, das dritte. Der Diskussionsrunde wäre das. Okay, ich hab's gefangen. Leute, das wäre das fast das Level 28 oder so, Mann. Auf geht's zum Starbucks. Ich hab gehört, da soll was sein. Man munkelt auf der Straße. Ja, ich hätte gerne einen. Mal gucken. Echt nice, oder? Bisschen was los? Vielleicht wird ja ab 7. Dezember ein bisschen mehr los sein. Genau so ist es. Und darüber gehen wir jetzt gleich, wenn wir einen Sitzplatz finden. Der hier. Ist der nicht ein bisschen nass? Der ist trocken, der ist trocken. Oh mein Gott. Der nicht, Mann. Die sind alle nass. Alex muss stehen. Alter. Viele haben es eventuell schon mal gehört auf Facebook. Man munkelt so auf der Straße zurzeit. Ja. Es gehen die Gerüchte um, dass ab 7.12. ja ein neues. Die neuen Pokémon rauskommen, die nächste Generation. Genau. Erzähl mal ein bisschen was zu der Hintergrundgeschichte. Da hat jemand auf Reddit gepostet, einer, der auch im Starbucks arbeitet, hat so eine E-Mail erhalten, dass die sich jetzt irgendwie mit, also Niantic, mit Starbucks vielleicht zusammentut. Jeder Starbucks soll einen Pokéstop erhalten und ab und zu sollen Module da gedroppt werden. Und dann machen die so verschiedene Promo-Aktionen, dies, das. Und die Mitarbeiter sollten sich auf Pokémon Stand der Pokémon Version 2 vorbereiten, mit einem A. Was heißt das? Ja, deswegen. Was heißt Pokémon? Ja, das war ein Schreibfehler, deswegen glauben manche, dass es nicht echt ist. Ach so. Ach so. Es sollte Pokémon sein. Ah. Ab 7.12. Aber wäre schon geil eigentlich. Also zwei Fragen erstmal. Was haltet ihr von Generation 2? Und glaubt ihr, das ist eine glaubwürdige Quelle? Also, Punkt 1, Generation 2, klar, ist cool. Ja, wird auf jeden Fall kommen. Ja. Wird viel heftiger. Das ist das erste Mal, dass dann Unlicht-Pokémons kommen. Naktara, Despota. Ich dachte eigentlich, dass die zweite Generation erst im nächsten Jahr kommt, im Frühling. Ja, dazu kommen wir dann noch. Ja. Das Timing davon. Genau. Aber ich freue mich tierisch. Ja, wir haben eh schon jetzt eigentlich viel erreicht jetzt in dem Spiel, haben schon viel gefarmt, alles Mögliche, und jetzt wird schon langsam Zeit. Langsam müsste schon wieder was Neues kommen. Ja, und ja, ich freue mich schon. Und zu Punkt 2, es ist mit Sicherheit keine sichere Quelle. Es ist sehr, sehr. Für mich ist es unwahrscheinlich, dass es im 7.12. kommt, finde ich jetzt. Also ich tippe eher auf früher.
Frühjahr, 7.12. Nein, Frühjahr. Frühjahr 2017. Alles klar. Ja. Also nein, ich glaube, das ist schon eine glaubwürdige Quelle. Doch, ich denke schon, dass es kommt, weil Niantic braucht was, um die Spieler im Winter beizubehalten. Natürlich. Das aber ist das Einzige, was, da kann, was wirklich krass ist. Gebe ich dir vollkommen recht, da können sie schon was machen. Aber dann gibt es eher vielleicht so ein Winter-Special oder sowas, wie das Halloween-Special. Und Niantic macht jetzt, glaube ich, so welche Sachen jetzt öfters, damit auf sie einfach Fall. Die Spieler bei Laune halten. Ja? Ich finde, es ist zu erfrüht und ich finde, das ist auch kein guter Zeitpunkt, die nächste Generation einzuläuten. Ja, ganz ehrlich, weil es ist Winter, es ist Weihnachten, es ist Neujahr, es ist Silvester. Da sollten sie vielleicht eher so ein paar Specials reinhauen, anstatt dass sie neue Generation machen. Also ich persönlich. Und dann vielleicht sagen die, okay, ab Januar oder so geht's los. Wäre von dem Timing her viel geiler, würde ich jetzt sagen. Aber kann sein, dass es natürlich auch am 7.12. kommt. Also so oder so freue ich mich, egal wann es kommt. Also ja. Hat ja schon recht, aber ich schließe es nicht aus, dass sowas zusammenkommt. Ja. So dass die zweite Generation droppt und dann, dass die sagen, okay, zum Jubiläum mach mal Special und wieder doppelte Bonbonsanzahl. Kann auch sein. Oder Sternstoppanzahl, irgendwie sowas. Was ich geil finde ist, also wenn sowas mal kommen würde mit Niantic und einem Partner, wie jetzt Starbucks oder egal was, ja, finde ich eine sehr geile Idee, weil viele Leute hocken sich hin, trinken Kaffee, ja, im Sommer, im Frühjahr, richtig nice, das heißt, kann man was trinken, was Kaltes, was dazu essen, nebenbei ein paar Pokémon-Farmen mit einem Modul oder irgendwas. Auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall eine geile Idee, wenn sowas, wenn so eine Partnerschaft mit irgendwas also zustande kommen würde, wäre richtig nice. Ja, ich finde, das ist auch, das wäre sogar sehr logisch, wenn die gerade mit Starbucks machen. Es ist eine Kette, die weltweit vertreten ist. Und so, glaube ich, wollen die auch die Spieler im Winter beibehalten, ja. Dass sie sagen, okay, die haben einen Platz, wo sie sich hinhocken können. So ist und das, ja. Wie gesagt, dass dann überall Pokestop-Nudeln dann auch sind bei jedem Starbucks. Ja. Dass sie sagen, okay, die müssen jetzt nicht draußen in der Kette stehen, sondern die haben einen Platz, wo die drinnen bleiben können, wo Module kommen und sowas. Das ist echt krass. Das finde ich eh schade hier in Deutschland. In Amerika gibt es schon sowas. Mhm. So Läden, die einen Pokestop haben, die sagen, okay. Mhm. Die werfen mal was rein und dann locken sie Leute an. Und so. Ja, oder die sagen ja, hey, für der Modul nochmal kriegt ein freies Getränk oder sowas. Das ist echt geil, Idee. Also, wie ich sehe, gibt es echt viele Argumente dafür, dass es kommen kann. Jetzt sogar, im 7. Es gibt auch Argumente dagegen. Ich bin gespannt. Ich freue mich, egal was kommt. Und ich hoffe, ja, dass sie was Geiles draus machen. Nein, stimmt. Oder? Also ich glaube schon dran. Ich hoffe. Schauen wir mal. Drei Pikachus gespawnt, ich habe schon einen auf den Weg gefangen. Zu krass. Echt heftig, Mann. Hab's euch nicht geglaubt, aber... Drei Stück auf einmal, Mann. Freut sich schon wieder, dass man jetzt abhaut, ne? Nee, eigentlich nicht. Es ist ja nicht abgehauen, also kann ich mich ja noch nicht freuen. Was ist das hier eigentlich? Die Jungs sollten losgehen, ich habe noch ein viertes entdeckt. Oh mein Gott. Da hinten ist ein kleiner Park, da könnte man theoretisch campen. man könnte es Horn echt zutrauen. Ich würde sie zutrauen. Er wohnt eh schon hier im Hofgarten. Vorhin er sagt so, mach mein Zuhause nicht schmutzig. Hä, bei mir ist es nicht, Mann. Hongso, er sucht schon... Oh mein Gott, ist geflohen. Hongso, er sucht schon eine Wohnung hier am Hofgarten. Traurig. Eine bezahlte. Echt traurig. Ja. Noch ein Trattini. Das ist schon das zweite Tattoo, was neben dem Flagman ist. Oder? Die lieben sich auch, man. Okay, so, ich muss mit dem Pokéball fangen. Ohne nix, Alter. Wie viel hat's? 292. Das war's von uns wieder. Schaut beim Overnest vorbei, da sind eine Menge Overs immer. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dieser Generation haltet. Seid ihr bereit? Worauf freut ihr euch? Wie immer, checkt die anderen Videos ab. Wir werden jetzt die nächsten paar Tage immer noch im Hofgarten abhängen. Schaut vorbei, wenn ihr wollt.
Und vergesst nicht, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab und vergesst nicht, Pokémon is serious business.